Ich hatte nach 4,5 Monaten schon 12 Kilo weniger. Und das ist einfach das Plus an Lebensqualität. Das ist für mich persönlich der Hammer. Irgendwann mal gelesen in der Rezension, Tina wäre die beste Medizin, die soll es auf Rezept geben. Da habe ich nur drunter geschrieben, kann ich voll und ganz unterschreiben. Das war die beste Entscheidung und die beste Investition. Mein Name ist Anke Fleischer. Ich bin Kreditsachbearbeiterin in der Bank und habe hauptsächlich eine sitzende Tätigkeit, was mit Lipödem oft nicht gerade sehr angenehm ist. Meine Herausforderung war, ich habe 2017 die Diagnose gekriegt, habe die Erkrankung, wenn man das rückblickend sich auch Bilder anguckt, schon seit der Pubertät, habe dann vor 2 Jahren leider eine blöde Diagnose gekriegt, musste operiert werden, hatte Krebs im Unterleib und habe nach dieser Operation sehr viel auch an Gewicht zugenommen, weil mal wieder Hormonschub. Intermittierendes Fasten habe ich versucht, ich habe es mit Keto versucht. Ich habe aber nichts abnehmen können. Bloß die Schmerzen wurden dann halt zum Schluss so stark, dass ich mich entschieden habe, mich beraten zu lassen wegen Fettabsaugung. Habe da meine ganze Hoffnung reingesetzt. Unabhängig davon, dass es zwischen 60.000 und 70.000 Euro gekostet hätte, haben die mir aufgrund meiner anderen Erkrankung halt gesagt, dass sie das Risiko nicht eingehen, mich zu operieren. Und dadurch war ich am Boden zerstört. Ich habe auf dem Rückweg von dem Beratungsgespräch im Auto gesessen, von Stuttgart hierher, 1 Stunde lang. Ich habe nur geweint. Und dann bin ich wieder über Tina Schwarz gestolpert auf Instagram. Es war irgendein Post, der mich angesprochen hat, wo ich sie dann angeschrieben habe. Sie hat dann zurückgeschrieben. Mir ging es gar nicht um Gewichtsabnahme oder so. Ich wollte einfach die Schmerzen loswerden. Ich wollte wieder mehr Lebensqualität haben. Und dann haben wir angefangen. Den größten Vorteil, den ich bei mir selber als Lipödem-Patientin sehe, ist, dass wenn ich ein Problem habe und ihr das schilder, sie versteht es. Sie versteht das Gefühl der Einschränkung, sie versteht das Gefühl, Probleme zu haben, das Verständnis des Spiegelbildes, dass das blöd ist. Das kann sie alles nachvollziehen. Es ist nicht nur ein kurzes Programm, sondern das ist eine Ernährungsumstellung, die ich weiter fortführen werde, weil ich merke, dass es mir verdammt gut tut. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichten muss. Und wenn ich dann doch mal Bock auf Schokolade habe, dann esse ich Schokolade. Und vor allen Dingen, wie schnell das Ganze ging. Und was ich halt zusätzlich noch gewonnen habe, ich schlafe wieder durch. Ich kann neben meinem Mann wieder einschlafen. Und vor ein paar Wochen laufe ich hier am Spiegel vorbei und hatte seit langem, weil ich immer lange, weite Kleider anhabe, seit langem meine Hose an und ein Oberteil, was drin steckte in der Hose, und laufe in dem Spiegel vorbei und denke, boah, ich habe eine Taille. Und fand es so herrlich, dass ich mich in dem Spiegel fotografiert habe und Tina das Bild geschickt habe und gesagt, Tina, ich sehe eine Taille. Ich würde die Zusammenarbeit mit Tina für jeden empfehlen, der weniger Schmerzen haben will, plus an Lebensqualität gewinnen will und langfristig für sich was ändern will. Und ich kann nur Danke sagen, dass ihr das macht, und Tina, danke, dass du dieses Programm ins Leben gerufen hast.